Heute möchte ich euch diese Gartenspritze vorstellen, welche ich mir gekauft habe. Zubehör ist auch etliches dabei und ich merke schon, die Qualität ist hier sehr gut. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro werden wir diese testen und ich werde euch sagen, was ich davon halte. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest auf meinem Kanal Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes, kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und wenn du gerne Produkttests, alltägliche Tipps und so weiter schaust, dann lass unbedingt ein Abo da, drück die Abo-Glocke, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Heute geht es um diese Gartenspritze, welche ich mir bei Amazon bestellt habe. Kostet derzeit, wenn ihr den Coupon verwendet, unter 20 Euro. Ich habe sie euch unten verlinkt und ihr habt hier etliches an Zubehörmaterial dabei, also Adapter. Ihr habt 5 von den Dichtungsringen. Ihr habt diesen Aufsatz, welcher in den Wasserhahn hineinkommt. Und habt noch einen weiteren Steckadapter, also 3 Adapterstücke, 5 von diesen Dichtungsringen und die Spritze, die Gartenspritze mit 10 verschiedenen Funktionen. Und ihr merkt schon, das Ganze hier ist aus Metall, also das Gehäuse ist aus Metall, hier unten das ist aus Metall, der Griff ist liegt sehr gut in der Hand. Das Ganze ist hier genoppt, sodass man wirklich einen richtig guten Halt hat. Hier hinten könnt ihr den Wasserdruck einstellen. Also umso weiter ihr das, ich weiß nicht, ob es nach oben oder nach unten, das werden wir sehen. Ich glaube, so ist es ganz offen und so ist es zu. Und ihr hört es am Klicken. Das ist wirklich qualitativ sehr hochwertig. Und wir haben hier 10 verschiedene Funktionen, welche hier noch bildlich dargestellt sind. Und ich würde sagen, wir stecken die Spritze einfach mal auf unseren Gartenschlauch auf und ich stelle euch die 10 Funktionen mal vor. So, Wasserdruck ist auf der Spritze drauf und ihr seht, da kommt nichts raus, wenn ich es nicht anschalte. Jetzt bewege ich mal den Hebel nach unten. Ah, und ihr seht, ihr habt einen Hochkantstrahl, welcher nicht in die Breite geht, sondern nur in die Höhe. Wir drehen mal eine Stufe weiter. Jetzt haben wir eine Brause, einen Brausestrahl. Jetzt haben wir einen Hakenstrahl, welcher nach unten geht. Wir haben einen Breitenstrahl, welcher oben lang geht. Wir haben einen Sprühnebelstrahl. Oh, wir haben einen, ja, einen Spritzenstrahl, also einen ganz einfachen, dicken, harten Strahl. Wir haben einen etwas breiteren Strahl, welcher ja nicht ganz so hart ist. Wir haben einen Hochkantstrahl, welcher breit gefächert ist. Und wir haben hier oben wieder einen weichen Strahl. Und jetzt haben wir so einen, naja, wie nennt man es, Pinkelstrahl. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Also das waren die 9 oder die 10 verschiedenen Strahlarten. Wenn ich es noch weiter runter drücke, ihr seht, da kommt richtig Power raus. So, schalten wir das Ganze wieder aus. Also 10 verschiedene Strahlvarianten. Mein Fazit, erstmal klasse, absolut klasse. Ich bin von dieser Spritze begeistert. Hochwertig, fühlt sich wirklich hochwertig an. Ich hatte bisher eine Gardena-Spritze, ja, welche auch nicht schlecht war, aber die war nicht aus Metall. Die Gardena-Spritze ist aus Kunststoff, diese ist hier wirklich aus Metall. Ja, wie gesagt, ich habe sie euch unten verlinkt. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie unten in den Kommentaren. Ansonsten lasst gerne ein Abo da, drückt die Abo-Glocke. Lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das Ganze ist natürlich wie immer kostenlos.
Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, welches ich dir hier eingefügt habe und bestimmt auch noch interessant für dich ist. Ciao und bis gleich im nächsten Video.